Nachgefragt bei Brigitte Fährle. Sie ist freie Journalistin in der Hauptstadt. Ich grüße Sie. Guten Tag. Ja, es ist unglaublich, dass man sich als Bundesinnenminister für die Rettung von Menschen vor dem Ertrinken rechtfertigen muss. Das hat Horst Seehofer vor etwa 2 Wochen gesagt. Gibt es denn jetzt tatsächlich bei ihm einen Kurswechsel in seiner Flüchtlingspolitik oder kam einem das nur so ganz kurz mal vor? Also es gibt natürlich heute von Horst Seehofer ganz, ganz andere Äußerungen, als wir es 2016, 2015, 16 und auch 2017 gehört haben. Aus meiner Sicht hat aber Horst Seehofer gar nicht unbedingt einen inhaltlichen Kurswechsel gemacht, sondern es bestätigt sich im Nachhinein das, was damals viele interpretiert haben, nämlich dass Horst Seehofer in dieser Zeit im Wahlkampfmodus war und hauptsächlich auf die Umfragezahlen, die seine eigene Partei damals hatte, schlechte Umfragezahlen geguckt hat und auf den Machtkampf, den er selber damals in seiner Partei auszufechten hatte. Also ich sehe in diesen humanitären Aussagen von Horst Seehofer, die er heute macht, eigentlich den Horst Seehofer, wie man ihn kennt, als klassischen Politiker einer christsozialen Partei. Interessante Analyse. Inwieweit zieht denn die Bundesregierung insgesamt inzwischen an einem Strang bei der Migrationspolitik? Also interessant ist natürlich für Horst Seehofer, wenn ich das noch ganz kurz nachtragen darf, dass er jetzt heute auch einen Hauch dessen mal als Reaktion bekommt, die er selber damals Angela Merkel hat angedeihen lassen. Also er ist ja extrem im Feuer, sowohl bei seiner eigenen Partei als auch wenn man Umfragen anguckt. Die Bundesregierung als solche insgesamt hat natürlich ein Interesse daran, dass diese Flüchtlingspolitik, die Horst Seehofer jetzt versucht zu retten in Griechenland und in der Türkei, also den Flüchtlingspakt zwischen Türkei und EU, da hat insgesamt die Bundesregierung natürlich ein Interesse daran, dass das klappt und dass das auf jeden Fall weiterhin eine stabile Situation ist. Ja, noch vor einigen Jahren war die Flüchtlingspolitik ja das große politische Thema. Nun geht es vor allem ja um das Klima. Aus den Klimaschutzplänen der Großen Koalition ein ausführliches Programm zu machen, das dauert jetzt irgendwie doch länger als erwartet. Die CSU hatte am Mittwoch mehr Zeit gefordert. Warum genau? Was wissen Sie darüber? Also die CSU hat insbesondere, die offizielle Begründung war, es war nicht ausreichend Zeit, um das gründlich zu lesen, um mit allen Beteiligten ausführlich darüber zu sprechen. Ich glaube, dahinter steckt aber auch noch was anderes. Diese Regelungen, die jetzt getroffen sind im Klimapaket, insbesondere die Überprüfungsregeln der CO2-Einsparung, die setzen natürlich einzelne Ministerien extrem unter Druck. Insbesondere CSU-Ministerien, also das CO2-Einsparungspotenzial richtet sich an den Innenminister, der ja auch Bauminister ist, also durch die Gebäudesanierung, und an den Verkehrsminister, der für die Elektromobilität und so weiter zuständig ist. Also zwei CSU-Minister, die sich Sorgen machen müssen, dass sie in Zukunft im Mittelpunkt der Überprüfung stehen. Und ich glaube, diese Überprüfungsfrage, das ist am Ende die entscheidende. Nicht so sehr, wie hoch ist der Einstiegspreis für CO2. Den kann man dann wiederum ändern. Aber wenn die Überprüfungsregelungen nicht drinstehen, dann ist der ganze Pakt noch mal ein Stück weit wertloser, als er sowieso schon ist. Aber gerade jetzt, wenn Sie diese Überprüfung ansprechen, bei dem Entwurf wurden ja jetzt sogar auch die Zahlen herausgestrichen. Also zum Beispiel sind die Minderungsziele für Treibhausgase plötzlich verschwunden. Was steckt denn da dahinter? Ja, das hängt im Grunde damit zusammen, weil wenn keine Ziele mehr drinstehen, kann man sie auch nicht mehr überprüfen. Ich nehme mal an, und es gibt auch Hinweise darauf, dass es im Hintergrund doch massive Lobbyarbeit auch der entsprechenden Industrieunternehmen gibt, die betroffen sind davon, also sowohl die Automobilindustrie als auch die Gebäudewirtschaft und so weiter, die ja alle massiv davon betroffen sind und diese CO2-Ziele einhalten müssen. Und da gibt es offensichtlich noch enorme Anstrengungen, das etwas aufzuweichen und weicher zu gestalten. Also für das Klimapaket gab es ja viel Kritik von allen Seiten. Wie ist denn Ihr Eindruck? Sind alle, die daran beteiligt sind, denn jetzt noch so überzeugt davon, wie an dem Tag, als Sie die beschlossenen Maßnahmen vorgestellt haben? Also als die Maßnahmen vorgestellt wurden, sind sie ja in
einerseits gelobt worden, andererseits ganz stark kritisiert worden. Gelobt wurden sie für die Struktur, die damit geschaffen ist, also eine CO2-Bepreisung. Damit hätte vor einem halben Jahr fast niemand gerechnet, dass die Bundesregierung sich dazu durchringt. Kritisiert wurde die Bundesregierung massiv wegen der Höhe der Bepreisung. Also der Einstiegspreis von 10 Euro ist ja einhellig unter Kritik geraten. Interessanterweise hat die SPD ja sofort erklärt, dass sie das eigentlich für zu niedrig hält. Warum sie es dann ein paar Stunden vorher abgesegnet hat, das bleibt ihr Geheimnis. Manchmal sind ja so Kompromisse, wie sie entstehen, auch irrational und Nachbesserungen auch sinnvoll. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen, Brigitte Fährle. Vielen Dank in die Hauptstadt. Dankeschön.